Guten Abend. Guten Abend, Bürger und Bürger. Herzlich willkommen hier im Kanzleramt an der Pforte D. Hören Sie das? Seien Sie mal ganz still. Hören Sie das? Es spukt im Kanzleramt. Ein Gespenst geht um in Deutschland. Das rot-rot-grüne Gespenst. Viele fragen sich, wie sieht das Gespenst aus? Der Körper von Sigmar Gabriel? Die Geschwätzigkeit von Cem Özdemir und die Frisur von Katja Kipping? Sagen einige, kenne ich, Claudia Roth. Nein, Claudia Roth. Claudia Roth ist doch kein Gespenst, das ist ein Poltergeist. Und böse Zungen sagen ja, sie soll jetzt demnächst rumspuken im Schloss Bullerbü. Nee, es war was anderes, es war irgendwas mit Hunden. Bellevue, Schloss Bellevue, soll sie rumspuken. Da müssen wir das Schloss Bellevue wieder umbenennen. Wir im Kanzleramt hat das Schloss Bellevue immer nach dem Schlossherrn benannt. Nicht bei Köhler war es die Köhlerhütte, bei Wulf die Wulfschanze, bei Gauck die Gauklerbühne und wie heißt es bei Claudia? Rotlichtviertel. Ich weiß nicht. Das rot-rot-grüne Gespenst geht um. In Berlin, im Roten Rathaus, ist es schon gesehen worden. Ja, das haben die AfD-Wähler nun davon. Wählen rechts und kriegen links. Ah! Ja, das Gespenst geht um. Deswegen sage ich, aufpassen. Aufpassen bei der nächsten Bundestagswahl. Ich war vorbeugend noch im Reichstagsgebäude drüben. Und nachts bin ich rübergegangen und da kam ein alter Mann mir entgegen im Reichstagsgebäude. Hab gefragt, gibt es hier auch ein Gespenst? Hat er gesagt, nein, ich wohne hier schon 500 Jahre und habe noch keins gesehen. Ja, Namen, Herr Welk. Gott sei Dank, Sie sind das froh. Ich hab erst im Moment gedacht, Sie sind ein Gespenst. Nein, ich bin hier undercover. Aber ich suche jetzt nicht nach diesem entlaufenden Bombenleger aus Chemnitz. Nein, nein. Ich suche hier Anna Bodica und Glenn Butterol. Sind das auch Glenn und Anna syrische Terroristen? Ach komm, jetzt stellen Sie sich nicht so an. Ich suche hier nach verbotenen Substanzen. Ja, hier, schauen Sie mal. Diese Pillen, die habe ich bei unserer Kanzlerin im Dienstwagen gefunden. Nein. Ja. Naja, bei dem, was unsere politische Elite im Moment stemmen muss, da müssen die gedopt sein. Sie meinen, Volker Beck mit seinem Crystal Meth ist nur die Spitze des Schneeberges? Ja, ja, klar. Meine, ist Ihnen das noch nicht aufgefallen, diese Gesichter mit denen, die hier rumlaufen im Kanzleramt? Die sehen doch alle aus wie die Sportler bei Olympia. Ja? Geweitete Pupillen, verzerrte Gesichter und dann auf Knopfdruck strahlendes Siegerlächeln. Machen Sie nochmal. Ursula von der Leyen. Ja. Und das... Das führen Sie auf Doping zurück? Na ja, natürlich. Glauben Sie, nur weil die Russen diesmal nicht dabei waren, waren die in Rio alle clean? Na, also Entschuldigung, wenn man nur mit den Sportlern Olympische Spiele veranstalten würde, die noch nie gedopt haben, man könnte die Olympischen Spiele in einem Dixi-Klo abhalten. Ja, jetzt muss ich sagen, Frobi, ich habe da bei den Olympischen Spielen eine bulgarische Diskuswerferin gesehen. Die war so mit männlichen Hormonen vollgepumpt. Erst dachte ich, oh, Rainer Kallmund ist nicht satt geworden und schmeißt mit Tellern um sich. Na ja, bitte. Und jetzt schauen Sie sich mal die CSU an. Die schmeißt doch nur noch um sich. Eine Verbalattacke nach der anderen. Markus Söder, der ist so in Hochform. Und das alles nur, weil die CDU angeblich den rechten Rand nicht bei sich halten kann. Ausgerechnet Markus Söder, der kann seinen eigenen Rand nicht mal halten. Ja, oder die SPD. Sigmar Gabriel, Entschuldigung, ja, der muss irgendwas genommen haben. Ja, ich tippe ja. Ich tippe auf Speed. Ja, der Gabriel wechselt doch inzwischen schneller seine Meinung als der Bordsteinschwalbe die Lümmeltüten. Ja, Moment, ja. Erst kämpft er für TTIP, dann ist er dagegen. Eine Woche später unterschreibt er CETA. Bitte? CETA. Naja, das ist sowas wie TTIP, nur mit Ahornsirup. Gabriel ist auf... Sie meinen, der Gabriel ist auf dem T-Trip? Naja, klar. Warum, glauben Sie, gibt es hier im Moment bei der CDU eine Sexismusdebatte? Drogen. Die erhöhen den Sexualtrieb. Drogen? Ja. Sexualtrieb? Ja. Ich habe gehört, das Generalsekret der CDU, der Taubern, der nimmt Viagra. Ist das auch Doping? Na klar, der steht da drauf. Ach so.
Und ich glaube ja, die Merkel, die nimmt leistungssteigernde Mittel. Ich bin ganz sicher, sie hat doch noch vor 14 Tagen gesagt, wir müssen uns jetzt alle quasi gleichsam selbst übertreffen. Nein. Auch ich. Nein, bei Merkel habe ich immer das Gefühl, die nimmt Baldrian. Und vor Wahlen Valium. War ein Wortspiel. Naja, aber. Aber jetzt. Aber jetzt, Herr Böck, bin ich ganz sicher, die hat die Drogen gewechselt. Ich krieg das doch im Dienstwagen mit als Chauffeur. Die schreibt im Moment doppelt so viele SMS wie früher. Die übt schon an einer zweiten Geste. Nein. Ja. Und ich weiß nicht, wann sie ihr letztes Entspannungsbad genommen hat. Also jetzt stellen Sie sich mal vor, ich finde bei Frau Merkel Drogen, das ist dann Staatsdoping auf allerhöchstem Niveau. Ja, damit habe ich die Merkel in der Hand. Ja, aber damit verbrennen sich auch die Finger. Mensch, wenn das rauskommt, Frohwin, das feuert doch die Politikerverdrossenheit im Volk nur weiter an. Ach, das sagen ausgerechnet Sie? Sie sind der politikverdrossenste Mensch, den ich kenne. Eben, Frohwin, eben. Das ist kein Zustand, den man einen jungen Kollegen hierzulande wünschen möchte. Wissen Sie was? Ich gehe jetzt in Merkels Privatgemächer und suche den Stoff. Nee, bleiben Sie hier. Und ich nehme sogar die Kamera mit. Was soll das werden? Kanzlerin Big Brother oder was? Frohwin! Herr Böck. Guten Abend, Herr Schleich. Guten Abend, Herr Böck. Ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, wenn unser lieber Kollege Uwe Steimlich hier immer auftritt, ja? Dann kommt er da hinten immer raus und dann stellt er sich sofort die Leute hin, okay? Und dann sagt er immer, für Frieden und Sozialismus seid bereit. Und dann sagt er, genau, dann sagt, und das finde ich so toll. Aus aktuellem Anlass würde ich das auch gerne mal einmal ausprobieren. Darf ich einmal? Ja, kommen Sie noch mal frisch rein. Ja, das möchte ich noch. Also ich möchte es einfach mal ausprobieren. Jetzt pass auf. Für Frieden und Sozialismus seid bereit. Immer bereit. Ah, toll. Es ist, du, und da sage noch einer, der Osten rückt nach rechts. Nein. Es ist nein, doch, nein, wirklich. Nein, das stimmt ja auch nicht. Ich zum Beispiel, ich rücke jetzt erstmal ab. Und zwar nach links. Eben. Nein, wirklich. Wirklich, ich muss das sagen, ich habe im Osten immer nur nette Menschen getroffen. Immer, egal was, immer nette Menschen. Gell? Gut, vielleicht waren da auch Nazis dabei. Nette Nazis. Gell? Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Gell? Wenn, dann im Osten. Gell? In Bayern gibt es keine netten Nazis. In Bayern gibt es überhaupt keine Nazis. Gell? Das wissen wir schon seit Franz Josef Strauß. Rechts von der CSU ist die Wand. Stimmt heute nicht mehr ganz. Gell? Die CSU bildet mittlerweile eher einen durchlässigen Zaun nach rechts. Ja? Seehofer, Scheuer, Söder, Dobrindt und Konsorten stehen wie ein durchlässiger rechter Zaun, ja? Ein lebender Zaun, ein Vollpfosten neben dem anderen. Ja? Der ein oder andere AfD-Ast ragt auch schon deutlich in den CSU-Garten hinein. Ja, Ausländer sollen daheim Deutsch reden. Lampedusa darf kein Vorort von Kiefersfelden werden. Deutschland muss Deutschland bleiben. Klingt ein bisschen wie AfD, ist aber original CSU. Okay? An wen soll man sich da noch halten? Das ist das Problem. Wir wissen ja in Deutschland sowieso nicht mehr so richtig, wer wir eigentlich sind, was zu uns gehört. Okay? Der Islam oder nur die Moslems? Das Grundgesetz gehört zu Deutschland. Ja, Religion ist bestenfalls Privatsache. Ja, mir regt das sowieso auf, wenn es um Religion immer so einen Zirkus machen. Es wird immer schlimmer. Ja, die einen mit ihrer christlichen Leitkultur, dann kommen die anderen daher, Allah ist groß. Entschuldige mal, was soll denn das? Mars war auch einmal ein Gott, heute ist er Schokoriegel. Gell? Das ist doch alles. Das ist doch. Also. Was gehört zu Deutschland? Okay. Der Sexismus nicht, das ist völlig klar. Das haben wir in Berlin jetzt wieder erlebt, eine heiße Debatte. Ja, die aufstrebende Nachwuchspolitikerin Jenny Behrens beschuldigt den Wahlverlierer Frank Henkel, sie als große süße Maus bezeichnet zu haben. Ganz klar ein herabwürdigender Sexismus. Wenn man jetzt, sagen wir mal, den biologisch korrekten Begriff für große Maus nimmt, dann klingt es gar nicht mehr so sexistisch, weil dann heißt es bloß Ratte. Okay? Aber, wie gesagt, okay?
An was halten wir uns? Das ist jetzt die große Frage. Unsere Werte, das sagen viele, unsere Werte, die sind jetzt wichtig. Das zeichnet uns aus. Aber was sind unsere Werte? Ja, Ehrlichkeit ist zum Beispiel so ein Wert. Aber das ist ja auch schon schwierig. Wir alle wollen Ehrlichkeit. Natürlich, jeder verlangt absolute Ehrlichkeit. Aber wenn die Ehrlichkeit dann mir wirklich so richtig schonungslos zutage tritt, dann wollen wir es ehrlich gesagt auch wieder nicht. Weil Ehrlichkeit immer mit Geständnissen einhergeht. Fängt schon bei den banalsten Dingen an. Der Klassiker in der Beziehung, sie fragt, bin ich zu dick? Er sagt, ja, ist schon aus. Ein Minenfeld. Ehrlichkeit ist ein riesiges Minenfeld und kein Räumkommando zeigt uns den richtigen Weg. Das ist das Problem. Okay, darum ist viel gescheiter, man macht es bei der Ehrlichkeit so wie dieser, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, dieser Harry Weinfurt. Weißt du, wenn man so Holland ist ein Showmaster, Harry Weinfurt, der Preis ist heiß. Der hat immer so Werbung hat er gemacht für so ein Diätmittel, weiß ich noch gut, Slim Fast hat das geheißen. Harry Weinfurt, da ist er einmal so dick, ist er vor der Fernsehkamera gestanden, okay? Dann hat er immer gesagt, mit Slim Fast habe ich 20 Kilos abgenommen und abends gab's noch eine tolle Mahlzeit. Der hätte auch sagen können, seit einem halben Jahr nehme ich das Zeug. Ja? Nutzen tut's überhaupt nichts. Deswegen fresse ich abends erst recht. Hätte auch sagen können. Natürlich. Ja. Das wäre ehrlich gewesen, aber wer hätte es hören wollen? Es geht im Leben gar nicht so oft um Ehrlichkeit. Es geht viel öfter darum, wie man die Wahrheit möglichst geschickt verkauft. Verkaufen, da muss man freundlich sein. Wenn man verkaufen will, das ist auch so ein Wert, Freundlichkeit. Ein Wert, auf den man sich nicht mehr verlassen kann heute. Früher war das völlig klar. Wenn einer freundlich ist, ist er ein netter Mensch. Wenn er grantig ist, ist er ein Depp. War völlig klar. Heute ist es eher umgekehrt. Überall lauert auf uns diese zielgerichtet durchschaubare Stewardessenfreundlichkeit. Greift mittlerweile sogar schon in der Gastronomie dieses Phänomen. Sogar in der Gastronomie zieht das seine Kreise. Früher bei uns in Bayern, wenn du in ein Wirtshaus gegangen bist, da hast du dich noch drauf verlassen können, da ist garantiert eine grantige Kellnerin. 100%. Gibt's nicht, haben wir nicht, da geht's raus. Garantiert. Die Älteren unter Ihnen kennen das vielleicht aus der DDR sogar noch in verschärfter Form. Ja? Aber nichts mehr. Gibt's heute überhaupt? Neulich war ich in so einer San Diego Coffee Company. Ich weiß nicht, ob Sie schon waren. San Diego Coffee Company. Da kannst du auch keinen Kaffee mehr trinken. Von wegen Coffee Company. Hey, wollte ich einen Cappuccino? Fragt mich diese weichgespülte Espresso-Maschinistin mit ihrer Lenore-Stimme. Welchen Geschmack? Ja, was soll denn das? Kaffee, welchen Geschmack? Ja, wollen Sie Vanille, Apple Pie, Cranberry oder Krusty Crunch Cream? Hab ich so geschaut, hab gesagt, Rindergulasch. Hey? Da hat's geschaut. Ist er weg? Ich wollte es nicht vor dem Schleich sagen. Der Frohwin ist besessen. Der ist doch, der hat's gemacht. Der ist rein in die Privatumkleide von der Merkel. Passen Sie auf, hier. Herr Bölk, ich bin drin. Ich will das gar nicht alles erst sehen. So unglaublich, was hier doch, alles... Doch, da, das Skandalkleid von Oslo. Oh, hier, eine alte Schachtel. Die Merkel selbst? Ach. Dartpfeile. Oh. Hier ist sogar die Zielscheibe. Oh. Jetzt wird's spannend. Meine geheimen Kartoffelsuppenrezepte. Oh ja. Immerhin. Aber wissen Sie, Frau Wittig, ich hätte im Schrank von Frau Merkel mehr erwartet. Was denn? Naja, Kohl-Spenderliste, Merkels FDJ-Hemd oder wenigstens Ihren Liebhaber. Ja, ich suche hier wenigstens nach ein bisschen Gras. Zum drüberwachsen lassen. Zum Rauchen. Aber hier ist kein Kokain, hier ist kein Koffein, hier ist nicht mal Ritalin, hier ist nix. Hovi, kommen Sie da raus, ich rufe den Sicherheitsdienst. Der wird auch nix haben. Ich komm ja schon. Der Hovi wird keine Dopingmittel finden, obwohl die Merkel ist aus der DDR, aus dem gedopten Land. Ich habe jetzt gelesen, ja, denken Sie ruhig nicht rein drüber nach. Ja, ich habe jetzt gelesen, Dopingsünder erkennt man auch äußerlich. Den Männern wachsen Brüste und die Frauen kriegen am ganzen Körper Haare. Oh Gott, Sarah Wagenknecht hat schon welche auf den Zähnen. Der Frohwin ist so, der verlangt noch Dopingkontrollen im Kanzleramt. Aber das wird auch nicht laufen. Die werden sich alle bei der Urinprobe verpissen. Das kann ich Ihnen sagen. Herr Bölk,
Dass ich jetzt bei Frau Merkel keine Aufputschmittel gefunden habe, das heißt nicht, dass sie keine nimmt. Ich tippe auf EPO. Ach, Eigenblutdoping, das braucht die nicht. Die saugt einfach ihre Rivalen aus. EPO, das... Doch, ich tippe wirklich auf EPO. Das fördert die Kampfbereitschaft und erhöht die Aggression. Ja, und Sie erhöhen gerade meine Aggression. Sie haben immer noch den Seehofer in Hand, der muss zurück. Ach, das stimmt, mach ich. Und vielleicht finde ich bei der Gelegenheit auch gleich die Kontaktadresse von Jan Ullrich. Sie bleiben hier. Sie haben schon genug Unheil angerichtet. Herr Böck, ich bin mir aber ganz sicher, dass die Frau Merkel irgendwas nimmt. Ich meine, die CDU muss doch aufrüsten gegen die Rechten. Ja, und die Rechten sind doch nur mit Sicherheit gedopt. Glaube ich gern, die Rechten müssen gedopt sein. Ja. Die haben ja Ecstasy erst erfunden. Wie hieß die Durchhaltedroge der Nazis? Perfidin. Naja. Naja, das ist doch dasselbe. Naja, klar. Und ich meine, diese Nazi-Vergleiche, diese überhaupt die ganze Begrifflichkeit, die ist doch bei der AfD im Moment nun wirklich voll in Mode. Was hat Frau Petri gesagt? Wir sollen den Begriff völkisch nicht so negativ besetzen, er sei doch nur ein ganz normales Adjektiv zu Volk. Ja. Spätestens seit Sie am Tag der Deutschen Einheit von einem Lumpenproletariat in afro-arabischen Kreisen gesprochen hat, da hat sie jetzt einen doppelten Namen. Petri Heil. Naja. Ja. Meine, früher mit diesen ganzen Verbalausscheidungen wird man im Internet zugeschissen. Früher gab es immer eine Schwarmintelligenz, heute ist es Schwarminkontinenz. Selbst der rechte Rand der CDU macht unter sich. Also, ja, die Leipziger Bundestagsabgeordnete für die CDU, die Bettina Kuttler, hat gesagt, Frau Merkels Politik führt zur Umvolkung des deutschen Volkes. So, bitte, Umvolkung, das ist reine Nazisprache. Ja, die Frau Kuttler leidet wahrscheinlich an einer normalen Umnachtung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Preisverleihung im Wettbewerb Wer ist der größte Flüchtlingshetzer? Lange Zeit war das politisch nicht korrekt, aber dann kamen Thilo Sarrazin und der rechte Rand der CSU. Und ab jetzt heißt es feuerfrei für alle. Kommen wir nun zu unseren Nominierten. Als erstes Markus Prezell von der AfD. An der Grenze auf Flüchtlinge zu schießen, ist als Ultima Ratio eine Selbstverständlichkeit. Wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren bis zur letzten Patrone. Sagt auch die AfD. Sagt die CSU. Ah, der Satz ist allerdings geklaut und zwar bei Adolf Hitler. Ja. Hier ein echter Seehofer. Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Ja, was wörtlich auch so im NPD-Programm steht. Ja, im AfD-Programm steht es etwas anders. Wir sind nicht das Weltsozialamt. Ja, völlig anders. Völlig. Eine weitere Nominierung. Wir können nicht jedes Jahr 1 Million Flüchtlinge aufnehmen. Wer sagt das? Auch die AfD? Nein, das sagt Sarah Wagenknecht. Sagt aber auch Thomas Oppermann. Ja. Und die letzte Nominierung. Die Kritik an der Aufnahme dieser Menschen ist ekelerregend und zeigt, wie weit die SPD heruntergekommen ist. Sagen die Grünen. Nein, das sagt der Helmut Kohl, nachdem er dafür kritisiert wurde, 1 Million Russlanddeutsche aufgenommen zu haben. Das läuft außer Konkurrenz. Ja. Und kommen wir nun zur Preisverleihung. Und der Gewinner ist... Pardon. Und der Verlierer ist... Die Menschlichkeit. Robin, ja. Robin, ich springe jetzt den Seehofer dahin, wo er hingehört. Ja, aber denken Sie dran, der Container für Sondermüll, der ist auf der anderen Seite. Ist doch im Moment wirklich irre, wie die Elite in unserem Land bereit ist, auf diesen dumpfen Rassismus einzugehen. Plötzlich diskutieren wir alle über ein Burka-Verbot. Entschuldigung, als hätten wir keine drängenderen Probleme in unserem Land. Allein für die Bildung fehlen 34 Milliarden Euro, besonders für die Lehrmittel. Mein Neffe, der geht in eine Schule, da hängt eine Deutschlandkarte. Da ist Deutschland noch geteilt in Fürstentümer. Leute, Leute, Leute. Ich bin ja durchaus ein friedliebender Mensch. Aber dieser politische Rohrkrepierer, Thomas die Misere, der hat doch nicht mehr alle Patronen im Lauf. Entschuldigung, wer sind Sie denn? Teile meiner Antwort würden Sie verunsichern. Mal ganz unter uns, ich bin Kamerad Friedhelm. Bin der Vorsitzende des Schützenvereins Katja Flint e.V.
Mein Bruder, der ist hier, Pförtner, hat mir einen Termin besorgt. Bei unserer obersten Befehlshaberin, Ehrenschützenbruderin Angela Merkel. Ach, Sie sind Bölks Bruder? Ja, einer von sechsen. Ach, guck mal. Ja, wir waren in der DDR, was sollte man machen? Wir hatten doch nichts. Jedenfalls werde ich nachher bei der Oberbefehlshaberin Frau Dr. Merkel Beschwerde führen. Gegen diesen Minister für unsere innere Unsicherheit, Thomas de Maizière. Dem fällt doch wieder nichts anderes ein. Jetzt will er wieder die Bundeswehr im Innern des Landes einsetzen. Gegen Terroristen. Da lacht sich doch der Islamist ins Panzerfäustchen. Ja, ja, aber das müssen Sie ihm nachsehen. Dem Islamisten? Dem Innenminister. Der ist gedopt. Der nimmt Drogen. Es kann nicht sein, Drogen erweitern das Bewusstsein. Ja. Sie glauben wirklich, die Bundeskanzlerin kann Ihnen bei Ihrem Problem helfen? Na klar, die hat doch gesagt, Deutschland bleibt Deutschland. Mit allem, was uns lieb und teuer ist. Ja, aber das war doch wieder so ein typischer Merkel-Satz. Sie hätte auch sagen können, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Und warum hast du das nicht gesagt? Naja, wenn schon Leute aus ihrer eigenen Partei ihren Bein stellen wollen, dann will sie sich nicht auch noch die Zunge brechen. Leute, ich werde gleich bei der Kanzlerin einen lassen. Und zwar einen Aufruf und der geht so: Leute, seit den Terroranschlägen auch in unserem Land ist die Sicherheit und unsere Heimat zu einer Lotterie verkommen. Und deshalb fordere ich ein Deutschland mit Gewehr. Der Satz Deutschland ist bombensicher hat eine fatale Bedeutung verlangt. Und jetzt kommen diese Dumm-Dumm-Geschosse von Politikern und wollen die Bundeswehr im Innern des Landes einsetzen. Diese Bundeswehr. Das ist doch die personifizierte Selbstschussanlage. Ehe die Bundeswehr ausgerückt ist, verkauft der Islamist schon Turbane vorm Kasernentor. Die Bundeswehr. Die Bundeswehr soll im Ernstfall Bahnhöfe schützen, Botschaften, Parlamente und andere öffentliche Gebäude. Sag mal so, diese olivgrünen Jungs von Bundeswehrsoldaten, die können doch eine Gürtelrose nicht vor einer Gürtelbombe unterscheiden. Die würden doch vor Angst jeden Bärtigen über seinen eigenen Haufen schießen. Die würden jede Dönerbude stürmen, in der Annahme, sie schnitten damit dem Islamisten den Verpflegungsnachschub ab. Leute, wir Schützenbrüder sind die wahren Terroristenjäger. Wir haben die Organisation, wir haben die Waffen und wir schrecken jeden Terroristen durch unsere bloße äußere Erscheinung ab. Ja, sie spotten doch immer in unseren Uniformen, da sehen wir aus wie Karnevalsclowns oder Türsteher Nobelhotels. Aber das ist Taktik, Freunde. Wenn der Islamist uns sieht, lacht er sich tot, sparen wir Munition. Sie sehen, wir haben schon sehr viele Auszeichnungen bekommen für den Schutz unserer Heimat. Ich habe so viel Orden und Medaille in meiner Uniform. Ich traue mich bei Gewitter schon nicht mehr vor die Tür, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir sind die heimliche Antiterrorreserve. Wir sind die Undercover-Gruppe der Ausgemusterten. Wir sind die GSG 9 der Dorfältesten. Jeder Schützenbruder ist ein kleiner Heimatrommel. Bei uns bekommt jeder Schützenbruder eine normale und gesegnete Grundausbildung. Er saugt jeden Grundsatz unseres Schutzpatrons aller Schützenbrüder, Karl Laschnikow, mit der Büchsenmilch auf. Erster Grundsatz ist, ein Schützenbruder muss nach dem abgefeuerten Schuss seine Fingerabdrücke an der Flinte nicht beseitigen. Aber was machen denn unsere Politiker? Schicken unsere jungen Burschen ins Feld. Kosovo, Afghanistan, Litauen, Mali, Syrien und dann hier vor diese arabische Hauptstadt. Wie heißt es? Ich komme gleich drauf. Nicht bei Monika, bei Gisela, Beirut, Beirut. Schicken unsere jungen Burschen wahllos ins Feld. Wir holen sie von der Straße. Und zwar gezielt. Deshalb bin ich für die Zwangsrekrutierung aller Jugendlichen in den Schützenverein. Besser noch, unsere Kinder werden nicht mehr mit Weihwasser getauft, gleich mit Zielwasser. Und die Babys werden nicht mehr gepudert, sondern gepulvert. Schützenvereine und Herrscher, das ist die Devise. Bei uns wirft keiner einfach so mal die Knarre in den Dreck. Wir werfen höchstens mal die Flinte in den Doppelkorn. Zum Wohl! Und eins noch. Und eins noch. Verglichen mit unserem Schützenvereinshaus ist jede Bundeswehrkaserne eine Schießbude.
und die von der Leyen die dazugehörige Figur. Merkt euch, Bundeswehr ist zum Lachen. Schützenvereine sind zum Schießen. Hurra, hurra, hurra! Danke für meine Aufmerksamkeit. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich kann mich überhaupt nicht beruhigen. Jetzt ist dieser Seehofer weg. Den hat mir irgendjemand geklaut. Leider nicht den echten. Aber das schaffe ich auch noch. Ach Gott, jetzt habe ich wieder dieses blöde Wörtchen schaffen gesagt. Angela, das musst du dir abgewöhnen. Abgewöhnen, abgewöhnen. Den Pförtner habe ich deswegen auch schon angerufen. Der meldet sich nicht. Und mein Fahrer, der Frohwin, ist auch nirgendwo zu finden. Habe ich denen aus Versehen mein vollstes Vertrauen ausgesprochen? Möglich ist es. So, jetzt aber erstmal rein in die Badewanne. Huch! Wer sind denn? Was machen Sie denn hier in meiner Badewanne? Ich heiße Anton Hofreiter, ich bin Grüner und 46 Jahre alt. Meine Fraktion und ich würden mit Ihnen zusammen Mehrheiten schaffen und intelligente Gesetze verabschieden. Herr Hofreiter? Sie können mich Anton nennen. Anton. Angela. Sie mich Merkel. Merkel. Geht doch. Sie mich auch. Sie haben da was. Ich weiß, Frau Merkel. Bei uns in Niederbayern nennt man sowas Frisur. Nein, tiefer. Gesicht. Noch tiefer. Ach, das. Ja, eine Nudel. Ohne Poolnudel traue ich mich nicht in trübe Gewässer. Also bitte, dann noch mal von vorn. Wer sind Sie und was suchen Sie hier in meiner Badewanne? Ich heiße Anton Grünhofer und bin Reiter. Ach, Verzeihung, Ihre Nudel fährt mir durchs Gesicht. Entschuldigung. Also bitte fahren Sie fort, ich hatte Sie unterbrochen. Ich bin der grüne Anton und möchte seit 46 Jahren auf Ihrem Hof reiten. Bitte? Jetzt weiß ich. Ich heiße, Anton. Ach, das weiß ich doch jetzt schon alles, Anton. Jetzt sagen Sie mir doch endlich mal, was das hier werden soll. Ein inoffizielles Treffen, um vorzufühlen, eine Offerte. Was? Und deshalb tauchen Sie hier in meiner Badewanne unter? Auf, Frau Merkel. Angela, Mutti, wir kennen uns schon mehrere Legislaturperioden. Ihre Nudel zwickt. Ich möchte Ihnen eine Koalition antragen. Fangen wir mal ganz klein an. Was halten Sie von Kretschmann als Bundespräsidentin? Also ich weiß nicht. Dieser Mann löst bei mir ganz seltsame Assoziationen aus. Trägt die Frisur von Hindenburg und spricht wie Günther Oettinger. Aber sein Englisch ist much better. Und ein Bundespräsident Kretschmann wäre ein erster Schritt in eine gemeinsame schwarz-grüne Koalition. Will ich das? Es wäre eine Traumhochzeit. Also bitte, wer will denn sowas? Herr Hofreiter, wirklich. Ich finde, die Grünen sind immer etwas unentspannt. Besonders beim Thema Umweltschutz. Das ist unsere Mission. Wir müssen den Klimawandel verhindern. Also ich finde den Klimawandel gar nicht so schlecht. Der hat doch auch was Schönes. Ich kenne ein Ehepaar in meinem Wahlkreis auf Rügen. Das hat sich ein schönes Häuschen auf einer Klippe gekauft. Und wenn die Rentner sind, ist der Strand direkt vor der Haustür. Da bekomme ich nasse Füße. Also bitte ehrlich, Anton. Wenn wir zusammen baden gehen sollten, was sollte uns denn dann über Wasser halten? Meine Nudeln. Du Dödel, du. Du Dödel, die. Die Dudeldö. Ja, meine Damen und Herren, der Sommer ist vorbei und es ist ja wahnsinnig viel passiert. Und Sie erinnern sich vielleicht, da war ja die Fußball-Europameisterschaft und da hatte ja England gegen Island verloren. Und daraufhin sind ja die Engländer dann spontan aus der EU ausgetreten. In Amerika sieht es so aus, als könnte ein veritabler Sexist zum Präsidenten gewählt werden. Nicht ein Mann, der übrigens der Ansicht ist, Belgien sei eine schöne Stadt. Und auch Franz Beckenbauer hat im Moment Probleme. Er hat ja, das haben Sie vielleicht mitbekommen, er hat ja eine ehrenamtliche Tätigkeit übernommen und hat für diese ehrenamtliche Tätigkeit 5,5 Millionen Euro erhalten. Und da waren ja viele also wirklich ziemlich zerknirscht, wenngleich ich sagen muss, ich glaube schon, dass sich noch
viel mehr Menschen in Deutschland ehrenamtlich betätigen würden, wenn diese Tätigkeit bezahlt würde. Es ging ja damals um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Und da soll ja nicht alles astrein zugegangen sein. Sie sollen bestochen haben. Sie sollen, ich glaube, knapp 7 Millionen Euro für 4 asiatische Stimmen ausgegeben haben. Und als ich das gelesen habe, ich war entsetzt, ich war geschockt. Ich habe echt gedacht, Mensch, ist der Asiate teuer geworden? Und Angela Merkel hat ja immer noch Probleme hier mit Seehofer, ne, olle Ultimatumhorst. Er hat ja gesagt, wenn Angela Merkel ihre Flüchtlingspolitik nicht ändert, dann wird er Alexander Dobrindt als Verkehrsminister aus Berlin abziehen. Oh, das war ein Schock, meine Damen und Herren. Das war ein Schock. Berlin ohne Alexander Dobrindt. Ne? Das wäre ja wie Leipzig ohne Semperoper. Diese kleine Pointe habe ich mir kürzlich in München erlaubt. Das hat nicht so... Ja, es geht ein bisschen durcheinander. Ich habe übrigens gelesen, die Türken, ja, die Türken nehmen uns ja gleich die ganze Kultur weg. Wussten Sie das? Ich wusste das auch nicht. Nee, das hat kürzlich behauptet der ehemalige Chefredakteur vom Focus, ja. Wir Deutschen würden an der Dönerbude den Nationalsozialismus quasi mental rückabwickeln wollen. Hä? Was machen wir? Ja. Wir essen den Döner sozusagen nur aus schlechtem Gewissen, wegen damals. Aber wissen Sie, ich finde auch, man kann den Döner aus schlechtem Gewissen essen. Aber nicht wegen der Nazis, sondern wegen der miesen Fleischqualität. Und sollte uns unsere Kultur genommen worden sein, ich meine, das steht noch nicht mal fest, aber sollte es so sein, dann nicht durch die Türken und den Döner, sondern durch die 5-Minuten-Terrine und RTL 2. Aber wir haben natürlich auch, muss man ganz klar sagen, wir haben auch ein Bildungsproblem. Für viele gibt es ja im Grunde gar keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Es gab kürzlich im Spiegel, ja, also im Nachrichtenmagazin Spiegel, gab es so eine Artikelserie und da haben Lehrer über die skurrilsten Antworten ihrer Schüler berichtet und unter anderem wurde eine Berufsschülerin in einem Eignungstest befragt nach ihrer Konfession. Ihre Konfession. Und was hat sie geantwortet? 75b. Das macht die Sache nicht einfacher, meine Damen und Herren. Um das abschließend noch mal ganz klar zu sagen, wegen der Flüchtlinge jetzt, ja? Ich finde auch, jeder Einwanderer, der hier in unser Land kommt, hat sich an unsere Gesetze zu halten. Das tut aber nicht jeder Einwanderer. Schade, sehr schade. Es halten sich aber auch viele andere Menschen nicht an unsere Gesetze. Bankmanager zum Beispiel. Ja. Also Bankmanager ohne Migrationshintergrund, wo wir mal. Manche manipulieren Dieselmotoren, andere bestechen Sportfunktionäre. Und da finde ich, dass solches Fehlverhalten generell geahndet werden sollte. Und zwar unabhängig von der religiösen Ausrichtung ihrer Verursacher. Da bin ich ganz germanisch. Das gibt's doch überhaupt nicht. Hier muss doch irgendwas sein. Herr Bölk! Sagen Sie mal, was suchen Sie denn hier? Das könnte ich Sie genauso fragen. Lassen Sie unsere Mutti in Ruhe. Selbst wenn die gedopt wird und das kommt raus, dann wird die 4 Jahre gesperrt. Na und, wäre das so schlimm? Also Entschuldigung, in Belgien, da hatten die mal 1,5 Jahre keinen Regierungschef. Mit welchem Ergebnis? Das Wirtschaftswachstum war ohne höher als mit. Ich suche weiter. Ja, Frohwin!
Mensch, wenn das rauskommt und die wird wirklich gesperrt, da geht das wieder los. Da treten wieder ein alle in Position. Da gibt's ein Hauen und Stechen. Die Granatenuschi, Pummel Siechmar und Wagenknecht Oskar. Alle treten sie wieder an und nein, das darf nicht passieren. Obwohl, La Fontaine, da hätten wir wieder einen Regierungschef aus dem Saarland. Ich weiß ja wirklich nicht, ob das nicht so schlecht wäre, wenn die Frau Merkel einfach mal 4 Jahre pausieren dürfte. Ich krieg das doch mit, mein Gott, was die im Moment alles an der Hacke hat. Ist doch unglaublich. Ich habe die am Montag nach Dresden gefahren zu den Einheitsfeierlichkeiten. Zuerst habe ich ja gedacht, ich habe mich verfahren. Ich habe gedacht, das kann doch nicht Dresden sein. Die ganze Stadt eingemauert, zugestellt mit riesigen Betonquadern. Diese Betonquader sollten ja auf der einen Seite das feiernde, für die Einheit dankbare Volk vor Terroristen schützen und auf der anderen Seite Frau Merkel und ihren Pfarrer vor dem dankbaren Volk. Überall riesige Betonblöcke. Ich habe zwischendurch gedacht, meine Güte, steht denn die Frauenkirche noch oder haben die Engländer wieder zugeschlagen? Beton. Überall Beton. Und dann stehe ich da auf dem Neumarkt. Vor mir die Pegida, neben mir die Demonstranten. Und dann höre ich die Durchsage von einem Polizisten, der per Lautsprecher der Pegida einen erfolgreichen Tag wünscht. Und da wusste ich, nein, du hast dich nicht verfahren, du bist in Dresden. Ja. Dann ziehen die ersten Kamerateams auf. Ich höre die ersten Rufe, Lügenpresse, Lügenpresse. Neben mir zündet sich ein Journalist eine Zigarette an und die Frage den, ob er eigentlich beleidigt ist durch diesen Begriff Lügenpresse. Und da antwortet der ganz trocken, ja selbstverständlich bin ich beleidigt. Besonders, weil ich ja von der Wahrheitspresse bin. Dann wird ein Transparent hochgehalten mit einem Spruch von Josef Goebbels. Ich denke, mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da muss doch irgendjemand einschreiten, sofort. Und natürlich auf die sächsische Polizei ist Verlass. Sie macht ja einen super Job. Sie ist sofort eingeschritten und hat kontrolliert, ob der Holzstab an dem Transparent tatsächlich nicht länger als die zugelassenen 2 Meter ist. Dann aus der Pegida-Menge Affenlaute. Ich denke, meine Güte, Pegida und Selbstironie? Das ist ja was ganz Neues. Aber nein, dann sehe ich nur einen Dunkelhäutiger, der zur Frauenkirche läuft. Das wird man ja wohl noch sorgen dürfen. Und dann kommt Frau Merkel und ihr Pfarrer. Und die Demonstranten, die schreien und grölen. Und ich denke, das ist doch eigentlich scheiße. Weil im Grunde haben sie ja recht, die Demonstranten. Es gäbe so viel, weswegen man gegen Frau Merkel demonstrieren könnte. Und ich meine jetzt ausdrücklich nicht ihre Flüchtlingspolitik. Nein, dafür bewundere ich sie sogar. Aber eine vom Volk gewählte Kanzlerin, die aus der Demokratie eine marktkonforme Demokratie machen will, die dafür sorgt, dass dank TTIP das Volk an die freien Märkte verschachert wird, an jeder parlamentarischen Kontrolle vorbei, die uns in einen Konflikt mit Russland treibt, die zugelassen hat, dass NATO-Raketen gezielt auf Russland in Polen und Rumänien stehen, sodass jetzt Russland wieder Raketen auf Polen und Litauen zielt. Ja. Natürlich, dagegen könnte man demonstrieren. Ich frage mich doch mittlerweile im Frieden geboren, ob ich auch im Frieden sterben darf. Dagegen könnte man demonstrieren. Aber was rufen denn die Demonstranten von Pegida? Volksverräter, Volksverräter. Und da muss ich ehrlich sagen, nee, Leute, stopp. Volksverräter, das rufe ich nicht. Weil ich in der Schule aufgepasst habe. Weil ich weiß, wen die Faschisten mit dem strafrechtlichen Vorwurf Volksverräter ermordet haben. Widerstandskämpfer. Und plötzlich tut sie mir leid, die Frau Merkel. Wie sie da mit ihrem Betongesicht über den Neumarkt läuft. Tapfer. Beton, überall Beton. Betonquader auf der Straße und Beton in den Köpfen. Und ich frage mich, mein Gott, wer soll denn diesen ganzen Schutt noch wegräumen? Wer muss denn da wieder ran? Mir fällt nur einer ein. Trümmerfrauen. Toni, ja? Ich habe doch was in Merkels Papierkorb gefunden. Ach, dann hatte ich also recht. Nein, ich hatte recht. Baldrian, aber Pforte. Aber Herr Böck, ich war zwischendurch im Pausenraum der Mitarbeiter und jetzt gucken Sie mal, was ich gefunden habe.
Kokain, ja, Aufputschmittel, nein. Klebstoff, das ganze Programm, ein einziger Drogencocktail. Und wenn ich das jetzt öffentlich mache... Nein, das dürfen Sie nicht öffentlich machen. Aber wieso denn nicht? Das weiß doch sowieso schon die ganze Welt. Meinen Sie, Deutschland ist das einzige Land, in dem gedopt wird? Ich bitte, gucken Sie doch mal in die USA. Donald Trump, ja? Sehen Sie, wie der immer schnieft? Der hat die Nase voll. Ja, von Clinton. Nein, von Koks. Ja. Und ich meine, seit dem Sexvideo wissen wir doch auch, was er von Frauen hält, was das für ihn sind. Ja, willenlose Trumpel. Naja, eben. Und in der Politik ist es eben nicht anders als im Sport. Ohne Doping läuft da gar nichts. Und wenn unsere deutschen Politiker international mithalten wollen, dann müssen die auch beim Doping mitmachen. Sonst? Ja, sonst saufen die ab wie unsere Schwimmer in Rio. Ja, da habe ich mich schon gefreut, dass die nicht wenigstens dabei ertrunken sind. Naja, also. Nein, schauen Sie, ich habe eine super Idee. Ja. Wir sorgen dafür, dass unsere Politiker gezielt Drogen bekommen. Alle? Ja, alle. Aber wegen der Chancengleichheit müssten alle den gleichen Drogencocktail kriegen. Mhm. Und wir probieren das aus uns aus. Wir sind die Crash-Test-Dummies. Komm, los geht's. Für alle als erstes die Pillemänner. Hallo, wach. Hallo, wach. Pass auf, das unterstützen wir hier mit ein bisschen Koks. Koks, wie macht man das? Ach, das kenne ich noch nicht. Das ist gut. Oh, der Stoff ist gut. Ja, sehr gut. Oh, Mann, das nehmen die Jungs von der SPD ja auch immer. Ja. Ja, das dient dazu, dass man sich völlig verzweifelte Situationen schönreden kann. Zum Beispiel? Ja, klar haben wir in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 5% verloren, aber hey, das heißt doch im Klartext, wir haben die Wahl gewonnen. Ja, das kenne ich noch aus meiner Schulzeit. Mutti, ich habe eine 5 minus in Mathe, aber aufsteigende Tendenz. Ja. Aber Herr Böck, vorsicht. Was denn? Auf so einen Höhenflug kann ganz schnell ein Loch kommen. Ein Loch. Dagegen nehmen wir LSD. Ja. Das hilft beim Halluzinieren. Ja, ich halluziniere schon. Das mache ich. Halluziniere. Nein. Das kann zum Horrortrip führen, Herr Vorwin. Zum Horrortrip. Ich bin jetzt in der CDU-Parteizentrale und in der CSU-Parteizentrale. Sehe über Flüchtlinge. 1000 Flüchtlinge. Wir brauchen überall Obergrenzen. Flüchtlinge. Ja, hier, schauen Sie. Nehmen Sie noch Speed. Ja. Oh, jetzt bin ich sogar in der AfD-Parteizentrale. Ich sehe noch mehr Flüchtlinge. Überall Flüchtlinge. AfD, wir müssen drauf schießen. Was nehmen wir jetzt? Los, den ganzen Rest werfen Sie einfach alles ein. Ja, ich werfe alles ein. Jetzt sehe ich Gespenster. Ja, Claudia Roth und Sarah Wagenknecht in einem Nachthemd. Ja, ich sehe Farben. Ja. Überall Farben. Schwagebra. Bitte? Schwarz-Gelb-Braun. Ja, Frauke Petri, gefangen im Körper von Peter Altmaier mit der Stimme von Christian Lindner. Voll. Robin. Ich will das alles nicht mehr. Ich will die Bilder aus dem Kopf haben. Herr Pölk, keine Panik. Ich hab's gemacht wie die Politiker mit dem Volk. Wissen Sie, was ich Ihnen gegeben habe? Eine Überdosis? Placebo. Placebo? Mhm. Das habe ich mir alles nur eingebildet? Mhm. Das ist doch Verarsche. Ja, Verarsche oder, wie es politisch korrekt heißt, Populismus. Populismus ist also die Kunst, die Leute so zu bescheißen, dass sie am Ende das Gefühl haben, sie hätten sich das schon immer gewünscht. Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt Pforte D. Unsere Gäste waren heute als Fachmann für südostdeutsche Angelegenheiten Helmut Schleich. Als Spezialist für das aktuelle Zeitgeschehen Frank Lüdecke. Den nächsten Treff im Kanzleramt sehen wir am 27. November um 22.15 Uhr hier im NDR Fernsehen. Und bis dahin denken Sie dran, alles, was Sie heute gesehen und gehört haben, das bleibt unter uns.